Wir haben ihn ja auch schon, wirklich weit runter bekommen. Aber ich habe halt auch einfach den Eindruck, dass er ohne das Schwert, ab der Hälfte des Lebens ist er sein Schwert los. Und dann spielt er irgendwie nochmal viel stärker als mit Schwert. Dann macht er auch diese komischen Greifangriffe, gegen die dein Schild auf einmal dann auch nicht mehr funktioniert. Wo man auch nicht sehen kann, wann er den Angriff startet. Ah, es ist einfach super. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Kena Bridge of Spirits. Folge 16. Wer letzte Folge nicht gesehen hat, schaut sie sich bitte auf gar keinen Fall an, denn wir haben eigentlich nur verkackt. Und uns aufgeregt. Na gut, wer mich ausrasten sehen will, wo ich es so gut wie noch nirgendwo gemacht habe. Bitte sehr. Und jetzt geht's direkt weiter damit. 20 Minuten nochmal. Weitere Skilllosigkeit. Beziehungsweise, was heißt denn Skilllosigkeit? Wir sind locker in der Lage, aber dieser Gegner, der spielt einfach mit Mitteln, wo ich persönlich einfach sagen muss, schon wieder ein Fail. Es war auch schon wieder ein mega Fail. Ich will es jetzt gar nicht. Meine Stimme ist noch kaputt und ich will sie jetzt nicht noch wieder mehr kaputt machen. Also. Also, ich schaff das nicht. Ich werde das nicht schaffen. Wie soll man denn zwei Schwierigkeitsstufen drüber das Spiel überhaupt noch spielen können? Haben die Entwickler das überhaupt getestet mal? Also mir kommt so vor, als haben die einfach nur irgendwelche Parameter eingegeben, wie oft der angreifen soll und so. Die haben das nicht getestet. Das kann... Das hier ist doch kein Zustand, der getestet sein kann. Das kann doch von keinem ernst gemeint sein. Ja, weg. Es ist einfach unfassbar. Einfach und dass er mich da wieder trifft. Es hat halt. Sie packt nicht mal den Bogen aus, Alter, weil die so behindert ist, Mann! Es ist unglaublich! Alter, Junge. Ich stehe an der Pflanze, ich habe X gedrückt und was hat das Spiel gemacht?
nichts. Ja, es hat nichts gemacht. Es macht einfach nichts. Es juckt sich nicht für den Spieler. Es will immer nur, dass der Gegner gewinnt. Wie ein Casino. Kena ist ein Casino. Ich bin ausgelöscht! Mein Gott, ey. Ja, aber guckt euch doch mal an, wie viele Leben er noch hat, ne? Also. Nö. Wieder kein erlaubter Treffer. Er zieht es schon wieder ab. Ach, fuck you, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Vorankündigung. Er greift einen einfach, wo er noch in 20 Metern Entfernung ist, hat er dich schon in der Hand. Und dann macht er dich mit einem Schlag platt. Dieses Konzept gehört in den Müll. Das ist eigentlich hier noch eine Alpha-Version, die ich hier spiele. Also so fühlt es sich an. Da ist noch keinerlei Balancing vorgenommen worden. Da ist noch gar nichts im Kampfsystem irgendwie, also richtig oder so. Ist alles nichts. Man muss doch irgendwie spielerfreundlich machen. Also das hat aber damit gerade nichts zu tun hier. Dass der auch ständig den Fokus verliert. Kackt. Also das spielt nicht ich. So eine Frechheit. Ja, mit dem Schild ist echt geil. Aber der hätte auch schon wieder treffen müssen. Oh, finally, ey.
Jo, jetzt wird's erst recht pain in the ass. Ja, perfekt. Überlebe ich das überhaupt noch? So, jetzt haben wir eine Chance. Ungeduldig, wieder ein bisschen weg, so. Komm, jetzt, wenn das jetzt nichts wird, dann höre ich auf. Ich hab den Schild aber angemacht! Ja, und schon haben wir wieder keine Chance. Ja, wobei, doch, haben wir. Aber... Ja! Das ist nicht dein Ernst! Ey. Im Heilungsprozess hat er mich genommen. Hat die komplette Heilung, die ich gerade bekommen habe, einfach kaputt gemacht. Und macht dann einen nicht abwehrbaren Treffer hinten dran. Also dieses Spiel ist definitiv gegen die Spieler. Das ist das assigste Verhalten, was ich, glaube ich, jemals in irgendeinem Kampfsystem gesehen habe. Das assigste Verhalten. Also, wie kann man so herzlos ein Spiel programmieren? Haben die Entwickler Depressionen oder was? Das kann doch nicht deren Ernst sein, irgendwie. Also, das grenzt schon. Das ist... ist aber ein anderes Konzept. Erstmal deutlich häufiger das Schild benutzen. Ein bisschen länger warten, aber so werden wir ihn jetzt, denke ich, auch irgendwann kriegen, aber... die ganze Zeit nicht, wo er ist. Weißt du, was ich meine? Wo ist der Scheiß? Wo ist der? Wo ist... Du hast nicht mal die Chance, zu deinem Gesundheitsding zu kommen, weil er sich so... Er dreht sich schneller als deine Kamera. Er ist quasi unsichtbar, greift dich einfach so an. Ey, wirklich. Es ist nicht mal mehr frustrierend. Es ist einfach nur traurig. Es ist traurig, dass... dieses Spiel einfach nicht checkt, wie die Schwierigkeitsgrade gebaut sein müssen einfach. Also ich finde das mega traurig. Es wird halt so vielen einfach den Spaß zerstören, weil es so unverhältnismäßig ist. Guck mal, er dreht sich, das sind doch alles...
dass er mich da wieder getroffen hat. Ja. Na. Jetzt habe ich ja schon wieder so gut wie keine Leben mehr. Es ist einfach... Ey, ich hatte mein Schild. Du absoluter, undankbarer Wichser einfach. Ich hatte... Da! Man kann nicht mal sein Schild... Ja, Alter. Man kann nicht mal sein Schild benutzen, Alter. Wofür hat man einen Schutzschild, wenn er einfach durchgreift und uns tötet. Auch noch komplett Konzept verkackt, oder was? Wofür ist ein Schutzschild da, liebe Entwickler? Erzählt mir bitte, wofür ein Schutzschild da ist. Richtig, für den Schutz. Was macht der Gegner? Er greift einfach durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Version hier ist verbuggt ohne Ende. Ist das so? Oder ist das Kampfsystem einfach nur viel zu schwierig? Mit dem Schwert kommt er nicht ne, durch so ein Schild durch, ne, ich meine, man kennt es und, ja. Ansonsten kommt er natürlich, ich bin ausgewichen, mein Lieber, also da kannst du jetzt aber mal sowas von denken, was du willst, aber, sorry. Ach so, die sind da schon draufgegangen, ohne dass ich es, ohne dass ich wieder gewusst habe. Nice. Oh, er macht Schaden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock mehr. Es ist immer das Gleiche und es macht keinen Spaß, wenn man einfach... Ne, ist ja nicht so, du probierst es und irgendwann klappt es. Du hast einfach keine Chance. 0% hast du eine Chance. Wir müssen immer wieder durch Zufall das Unmögliche einfach möglich machen. Und das ist einfach nur, da fühlst du dich einfach nicht wohl in dem Game. Ich meine, ja gut, das ist einer der Bosse, klar so. Weil es ist halt einer dieser Teile, die man da retten soll und so. Aber ja, ganz ehrlich. Ja, und dann weicht er auch noch aus. Weißt du, ist ja nicht so, dass man genug... Ist ja nicht so, dass man nicht schon wenige Chancen genug hat. Ja. Ach so, ja, naja. Gut, ne? Also. Ja,
jetzt habe ich wieder minimal zu früh geschossen und jetzt habe ich wieder keine Chance, das zu treffen, weil er rumwackelt wie ein behinderter Wichser. Also es ist einfach so. Es nervt einfach nur. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Es macht einfach so keinen. Und jetzt hat er mein Schild einfach ausgemacht. Er hat es einfach ausgemacht, kurz bevor, weißt du, oh, ich greife sie gleich an. Mach mal bitte ihr Schild gleich aus. Mann, es macht los hier. Man ist machtlos. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Also ich... Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen sprachlos, ganz ehrlich. Ich probiere es noch eine Folge und wenn wir es dann nicht hinkriegen, dann muss ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Das habe ich in einem Spiel noch nie machen müssen, weil es dann irgendwann irgendwie schon irgendwie geklappt hat, aber ich sehe hier ehrlich gesagt, ich sehe das nicht. Vielleicht... Ne, ich meine, ist ja auch schon wieder nach 10 Uhr abends. Kann auch sein, dass meine Konstellation mittlerweile einfach durch ist. Wobei ich mich persönlich jetzt nicht als den schlechten Spieler betrachte, weil wir haben ihn ja auch schon wirklich weit runter bekommen. Aber ich habe halt auch einfach den Eindruck, dass er ohne das Schwert, ab der Hälfte des Lebens ist er sein Schwert los. Und dann spielt er irgendwie nochmal viel stärker als mit Schwert. Dann macht er auch diese komischen Greifangriffe, gegen die dein Schild auf einmal dann auch nicht mehr funktioniert. Wo man auch nicht sehen kann, wann er den Angriff startet. Ah, es ist einfach super. Ja, weißt du was? Ich glaube, ich mache sogar Schluss für heute und dann mache ich es einfach irgendwie... Dann zocke ich morgen einfach auch mal was anderes. Dann mache ich jetzt erstmal einfach Pause von dem Game. Ich mache einfach Pause von dem Game jetzt. Alter, Junge, bin ich jetzt platt. Das regt mich richtig auf. Version 1.04, Alter, mach mal bitte eine 1.05 draus, wo die Gegner ein bisschen besser gebalanced sind. Das kann ja hier nicht wahr sein. Also das kann halt einfach nicht wahr sein. Was soll das? Alles ist... Ich merke auch wieder, weißt du, durch das ganze Rumgeschrei geht meine Stimme jetzt auch wieder in den Arsch. Ich glaube, es ist auch besser, wenn ich heute nichts mehr sage. Dann werde ich jetzt einfach den Rest des Tages nutzen, um ein bisschen Videos zu schneiden, ein paar Videos hochzuladen und... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.